Willkommen zurück und ja, wir haben direkt einen Händler gekriegt, als das Spiel losging. Und dann schauen wir doch mal. Hühnerfleisch, Esskastanien hat er. Okay, dann nehmen wir jetzt mal hier die Esskastanien, die nehmen wir mit. Aber schade, keine Tiere dabei. Ach nein, der hat Esskastanien, der hat kein Saatgut. Oh, Mano. Kann ich nicht hier. Bohnen, Kirschen, ne, bei denen können wir nur reine Nahrungsmittel produzieren oder holen. Das wollen wir nicht. Ich hätte jetzt fast auf Escape gedrückt. Das lässt er. So, was haben wir hier? 43 Fisch und 2 Eisenwerkzeuge. Jetzt lagert er die Eisenwerkzeuge hier rüber. Das ist auch okay. Jetzt wird hier erstmal das ganze Eisen entfernt. Unser Holzhacker ist fertig. Sehr schön. Jetzt gibt es mehr Holz für den Winter. Damit hoffe ich, dass hier oben auch wieder freigeräumt, wenn das hier leer ist. Aber das dauert noch. Wir haben 7 Leute übrig. Ich glaube, ich werde es so machen. Ich werde hier oben noch schnell abreißen. Das ganze Eisen. So, ja, die Höhe. Einmal durch. Und das gleiche mit Stein. Auch so die Höhe. Es ist zwar jetzt wieder Zeit, die wir da rein investieren. Aber ich habe mir überlegt, ich würde gerne hier mit dem großen Dorf anfangen. Oder mit der Stadt, das ist ja dann eher der Vorort und hier soll dann eine Stadt hin. Und da möchte ich nicht einfach nur den Marktplatz bauen und außenrum Häuser ziehen ohne Ende. Ich hätte auch gerne einen kleinen Park, den ich dann noch einrichten werde. Und ja, das müssen wir dann mal sehen, wie das aussieht. Ist ja auch hier die Frage, Obstgärten, haben wir denn schon Obst zur Verfügung? Ach, das ist wahrscheinlich zu klein gewesen. Reiß mal kurz die Bäume ab, das ist dann auch egal. Ich will nur einmal schnell gucken, ob wir überhaupt Obst zur Verfügung haben. Das wäre natürlich cool. Ist ja jetzt gerade auch Winter. Dann können die hier oben die Steine abreißen. Es frieren schon 2 Leute. Wir brauchen unbedingt Kleidung. Und wir brauchen Kräuter. Es sind 2 von 2 drin. Hat der alle Kräuter eingelagert? Ja, hat er. Also wenn jetzt Not am Mann wäre, könnten wir uns darüber holen. 15 Kräuter im Jahr, das ist natürlich nicht so viel. Haben sie das denn doch gepatcht? Pekannüsse hätten wir. Okay. Aber das will ich nicht, deswegen kann das Gebäude wieder ab. Oder weg. Die sollen noch nicht hier hin. Da könnten wir so einen kleinen Pekannussfarm machen. Doch, machen wir mal. Einfach, weil wir es können. Ja, Obstgarten ist zu klein. Ich müsste Minimum 4. Oder wie viel müsste ich haben? Ja, 4x4. 4x4 ist Minimum. Okay, das ist auch gut zu wissen, wenn ich hier mein Bauvorhaben unten umsetze. Oder umsetzen will. Einfach aufgrund der Logik. Oha, unsere Nahrungsmittel gehen kräftig runter. Ich brauche unbedingt... Der Fischer hier drüben. Was produzierst du? 325 Fisch, das ist nicht viel. Ich brauche mehr Nahrung. Und zwar relativ schnell. Wir machen hier drüben nochmal einen Acker. Das will ich aber eigentlich nicht. Ach komm, egal. Wir brauchen es. Wir brauchen es. 10x10. Bau schnell ab. Wir brauchen einen neuen Acker. Ja. Ach, Werkzeugvorräte sind fast aufgebraucht. Ich dachte jetzt Nahrungsmittel. Aber die steigen gerade wieder, ist ja Frühling. Das heißt, die Sammler finden auch mehr. Da kommen dann wieder Bohnen hin. Für die Auswahl. So, Gas. Das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen für dieses Jahr. Wie kriege ich noch mehr Nahrungsmittel hin? Ja, und jetzt bauen wir hier drüben noch einen Fischer. Aber der kommt ja dann... eine Brücke rüberbauen. Und dann wird der Händler immer in der Fischerhütte stecken. Weil wenn ich den jetzt genau daneben stelle, dann fischen sich natürlich die Fischgründe weg. Das wäre auch nicht gut. Ist noch keiner gestorben. Das heißt, hier wohnt immer noch einer drin. Wo war er da? 64 und ist Förster. Ja, schön Holz hacken mit 64. So,
Hier hätten wir auch noch Eisen und was. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie wir das machen. Also wenn die anfangen zu ernten, müssen die auch anfangen zu ernten. Ja, die ernten nämlich jetzt schon. Ich warte noch schnell auf 50%. So, ernten. Tut mir leid, bringt nicht viel, aber ist dann nun mal so. Das sind dann vielleicht 200 Nahrung oder was, aber die könnten uns den Winter retten, weil wir haben zu wenig. Wir haben viel zu wenig Nahrung. Und die sind auch noch nicht fertig hier. Sehe ich das richtig? Sind Bohnen auch schneller als die anderen? Sieht ganz so aus, ne? Boah, sogar 400 Bohnen. Geil. Dann ist doch nicht so schlecht. Aber wurde auch sofort in die Häuser eingelagert. Also wurde sofort abgegriffen von den Leuten. Wollten die sich sofort einstecken. Sollte ich vielleicht noch eine zweite Sammlerhütte bauen? Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Der produziert 2000 Euro im Jahr. Das ist echt nicht übel. Sammlerhütte. Ach komm, trauen wir uns mal. Hatte ich jetzt platziert, ne? Ja, hatte ich. Super. So, und dann Sammler, vier weitere. Ein weiterer Bauarbeiter. Damit ihr sofort anfangen könnt, wenn der Winter kommt. Werkzeuge sind da. Kleidung fehlt. Wir haben echt Pech mit den Händlern. Also wir haben richtig Pech mit den Händlern. Aber das kommt dann jetzt hoffentlich bald mal. Ich brauche irgendeinen Viehkram. Irgendwas Viehtechnisches muss ran. Oh, da kommt ein Händler. Wehe, du hast kein Vieh dabei. Oder wenigstens noch irgendwas an Saatgut. Jawohl, so komm ran. Pfirsichkerne. So. 2000 und dann musst du noch Brennholz an. Hm, ja, doch, machen wir mal. Für 4, dann sind das ja 125. Sehe ich das richtig? Jawohl. So. Und jetzt haben wir Pfirsichkerne dazu gekriegt. Und dann werde ich wohl doch mal einen Obstgarten ziehen. Ist kein Platz. Machen wir 10 mal 11, das ist schon okay. Kommen hier schön Pfirsiche hin. Und dann können wir hier oben. Zack, dann die anderen Nüsse hinknallen. Was mich an den. Wie heißt das? An den Obstgärten stört, ist, man pflanzt jetzt Pfirsichkerne an. Oder Pekannuss hier unten. Wo haben wir sie? Das sind ja dann auch Bauern, oder? Ich muss das hier immer schnell verschieben. Ja, das sind auch Bauern. Ich musste das jetzt einmal verschieben, die waren alle im Weg. Ich pflanze jetzt hier Pekannüsse an, bis die Ertrag geben. Passiert leider erst im zweiten Jahr. Und im dritten Jahr fangen die Bäume schon wieder an und sind schlecht. Also die müssen dann abgeholzt werden und neu gepflanzt werden. Und die werfen auch nicht so viel ab. Dafür muss man halt sagen, so eine Pekannuss, da ist ja viel Fett drin. Und ich glaube, ich sage jetzt, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das Spiel darauf achtet. Also wenn man jetzt 1000 Pekannüsse hat, sind die so viel wert wie 3000 Bohnen. Das wäre schön, wenn sie das so gemacht hätten. Oder wenn er das so gemacht hätte. Ja, abholzen kann man direkt, um neu zu pflanzen. Aber wir schauen mal. So ein leckerer Pfirsich und ein paar Nüsschen nebenbei. Das wäre echt schön. Und du produzierst weiter im Winter? Ja, sehr gut. Du produzierst das ganze Jahr, das ist gut. Hier könnte ich natürlich die Produktion stark erhöhen, wenn ich hier ein Haus hinsetze. Da bin ich am Überlegen, soll ich das machen? Ja, ich setze hier mal zwei Häuser hin, weil die haben ja hier Nahrung. Also hier kommt der Fisch rein, hier haben sie ein bisschen Brennholz. Also das ist schon nicht verkehrt hier mit zwei Häusern. Und der sagt, Brennholz ist voll. Dann darfst du mehr Brennholz einlagern. Und zwar 1500.
dann geht hier das Brennholz runter auf 500 und ich sollte die Finger von der Escape-Taste lassen. Und du hast Hunger. Ja, klasse. Scheiße, scheiße, scheiße. Ihr seid zu alt. Ihr müsst weg. Und ich brauche mehr... Ich brauche mehr Nahrung. Dadurch, dass ich jetzt zwei neue Häuser baue, wird hier auch wieder Platz frei. Oh, gib Gas. Ich will keine Hungertoten. Das Brennholz schon wieder voll? Ja, aber 2000 muss reichen. 2000 Brennholz muss jetzt erstmal reichen. Dann macht irgendwas anderes in der Zeit. Tragt was weg oder... Macht irgendwas. Ist mir egal. Neuer Schüler. Ihr habt alle Hunger, ich weiß. Das tut mir leid. Es geht ja los, es geht ja los. Ihr habt auch Hunger. Der Schmied und ein Fischer ist da drin. Und der Schmied ist natürlich auch nah genug dran. Na klar, aber wenn wenigstens drei Fischer hier vorne... Ist verhungert. Nein! Der erste Hungertote. Ah! Na, der nächste Hungertote. Ah, nee, an Altersschwäche gestorben. Ja, kein Hungerstoter. Das war der Förster. War das der Förster? Nee, der lebt hier immer noch. Bauarbeiter, 70 Jahre. Sammler, 64. Gib Gas jetzt. Ich brauche Nahrungsmittel. Ein Kind ist verhungert. Nein. Ein Sammler ist verhungert. Noch ein Sammler ist verhungert. Scheiße. Jetzt gib Gas hier mit dem Fisch. Nein! Wo haben wir denn hier? Farmer, Farmer, Farmer. Ich brauche... Die Farmer dürfen nicht... Die Farmer und die Sammler dürfen nicht verhungern. Ich sehe hier nicht. Förster weg. Förster weg. Förster weg. Sind alle noch da? Zwei Bauern fehlen. So. Und jetzt gibt Gas. Und jetzt wird ein Händler schön, der wieder Nahrungsmittel anliefert. Gas! Ich muss das handeln! Wir haben jetzt gerade wieder ein bisschen Nahrung, aber das reicht ja nicht für den Winter. Gut, ein paar weniger Mäuler zur Stopfung haben wir jetzt, aber... Oh, scheiße. Hier könnte ich sagen, nicht arbeiten. Wenn ihr nicht arbeitet, kriege ich nämlich ganz plötzlich 15 Leute dazu. Die Bauern sind genau über der Uhrzeit. Das ist klasse, ist das. So. Haben die schon irgendwas erwirtschaftet? Natürlich nicht. Und wir haben Herbst, dann erntet mal. Wir brauchen jetzt so viel Nahrung wie möglich. Auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber ihr könnt im Herbst sowieso nicht mehr viel machen. Hat, glaube ich, gar nichts gebracht, ne? Naja, hat gar nichts gebracht, war ja klar. Aber hier, der alte Sack ist verhungert. Nichts gegen ältere Menschen, aber die beiden leben ja auch noch. Und die arbeiten ja auch noch. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber... So, der darf wieder arbeiten. Wir haben noch einen Lehrer. So. Und die sechs bleiben aber da. Das heißt, jetzt werden nur neue Leute eingeschult. Die sind ja schon als Arbeiter eingestellt. So. Sind hier Fische eingezogen? Da ist jetzt... männlicher Schmied, weil der weiblich gestorben ist. Aber hier haben wir zwei Fischer, das ist okay. Der Fisch, der da drin ist, wird sofort abgeholt. Hier ist nichts drin, hier ist nichts drin. Ist auch nichts drin. Was sagt denn der zweite Sammler? Ja gut, die sammeln jetzt. Die sind ja gerade erst angefangen. Oder haben gerade erst angefangen. Der soll bloß noch sammeln hier. Wir brauchen mehr. Noch mehr. So, die haben natürlich nichts eingebracht. Das war ja klar. Dafür geht jetzt das Brennholz runter. Und gib mir den Händler. Beeil dich mit dem Händler. Wir können ja schon mal eine Straße bauen. Zack, hier rüber. Und dann fange ich jetzt schon mal an hier drüben mit dem Großraumgedöns. Rathaus, Krankenhaus, Kirche. Wo war denn das Stadtzentrum?
hier, der Markt, genau. Oh, Händler. Sehr gut. Immer, wenn man dich braucht. Eisenwerkzeuge. Was kann ich denn? Bier, Leder, Ledermantel. Och, Junge. Ich brauch dir nicht. Ich wollte Nahrungsmittel haben und nicht so einen Scheiß. So, der Frühling fängt wieder an. Jetzt hol dir was zu essen. Wir hatten noch Essen. Gerade eben war da noch Essen. Da ist auch noch 5 Essen haben wir noch. Da sind 16 Pilze und 16 Wurzeln. Sammel sie ein. Ah, die anderen klauen ihm alles weg. Hier gerade speichern. Ich muss auch mal die Geschwindigkeit ein bisschen runterschrauben. Sonst kommen hier zu viele Görn auf die Welt. Oder es kommen ja sowieso viele Görn auf die Welt, aber ich kann. Ich brauche immer ein Weilchen zum Reagieren. So. Der wird jetzt auch gebaut. So. Und dann werden wir hier gleich mal ein bisschen Schönheit produzieren. Ich muss hier auch den Boden glätten. Zumindest so ein bisschen außenrum. Ich mache das jetzt einmal komplett. Ich will einmal davon ausgehen, dass das hier einmal sicher gehen, dass wir auch genug Platz haben. So. Dafür werden sie jetzt eine Weile brauchen. Aber dann sind sie wenigstens beschäftigt und denken nicht an den Hunger, weil die ja immer noch Hunger haben hier. Und der eine ist nämlich verhungert, wurde aber direkt ersetzt, glücklicherweise. So, und jetzt mal zu. Produziert er jetzt hier irgendwas? Brauchen mehr. Noch mehr. Immer mehr. So, die sammeln zumindest schon mal ein bisschen. Noch ein bisschen Leder. Wie viel Fisch produzierst du? Das ist nicht sonderlich viel. Förster ist verhungert. Oh Mann. Jetzt habe ich schon Hunger im späten Frühling, ey. Wir brauchen mehr. Mehr. Immer mehr. So, dann machen wir jetzt mal gegen meine Überzeugung ein 15x15 Acker. Das Ding wird auf höchste Priorität gesetzt. So. Gib Gas. Es wird zwar jetzt in diesem Jahr wird das nichts mehr. Wir haben schon Frühsommer. Aber dann kann das wenigstens fürs nächste Jahr noch ein bisschen produzieren. Beeilt euch. Oh mein Gott. Hier müssen sie jetzt auch erstmal alles abholzen und wegtransportieren. Das heißt, ich werde hier noch ein Lager zwischensetzen. Das darf eigentlich, ja, 10x10 ist sowieso Maximum. Der Förster ist an Altersschwäche gestoppt. Das ist doch okay. Aber wir haben schon jetzt insgesamt 18 Tote. Und es sind schon wieder Leute hungrig. Oder immer noch. Lagere ich jetzt hier mal die Nahrungsmittel aus. Die Bohnen können mal weg. Diesen Winter gibt es keine Tote durch Hunger. Na komm. Da müssen die Leute sich halt mit Leder und so weiter zufrieden geben. Schon wieder Escape-Taste gedrückt. So, lager den Scheiß aus. Ja, so ist gut. Mehr Nahrungsmittel braucht das Land. Aber du kannst das auch da reinlagern. Du musst das nicht bis da hinten kacheln. Die Leute holen sich das gerne bei dir ab. Hermo baut Ressourcen ab. So, warum du das jetzt bis ganz hier hinten gelagert hast oder geschmissen hast, bleibt mir ein Rätsel. So, und hier dürfen dann auch Bohnen drauf. Hier einmal schnell schauen. Wie war der Ertrag im letzten Jahr? 660.
Haben Sie das vielleicht rausgenommen? Ich habe mir die Patch Notes jetzt nicht komplett angeguckt. Schon wieder einer verhungert. Dann. Nee, ich traue mich nicht. Wir haben jetzt so viel Nahrungsmittel ausgelagert und die Leute verhungern immer noch. So, zwei Bauarbeiter müssen weg. Mal schnell schauen. Wir haben nämlich keine. Ah, scheiße. Wir haben keine Bauern mehr. Der braucht nämlich jetzt 4 bei 15 mal 15. 10 mal 10 Feld braucht nur 2. Also. Ich bräuchte eigentlich mal Nachwuchs. Ich könnte hier natürlich die Schule wieder ausschalten. Machen wir jetzt auch einfach mal. So, was fehlt noch? Was ist weggefallen? Wir haben auch zu wenig Kräuter. Die müssen wir dann auch nochmal sammeln. Schmied ist da, Lehrer ist da. Woran ist der jetzt wieder verhungert? Kind ist gestorben. Ist gestorben. Das ist nicht verhungert. Das ist nur gestorben. So, der Lehrer darf dann erstmal weg. Und der Lehrer wird dann... Wo fehlt uns was? Förster. Gut. Förster ist jetzt nicht so wichtig. Wir nehmen mal 2 Förster weg. Wir nehmen eigentlich, ja doch, wir nehmen 2 Förster weg. So, wieder zurückschieben. Aber ich sehe, wir sind schon wieder über die Zeit. Deswegen würde ich sagen, der Kampf geht weiter. Und zwar morgen. Bis dann.